Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Minecraft. Da ist Wasser, da ist ein... Theoretisch müssen wir das alles auffüllen, aber wenn es regnet, sammelt sich das Wasser ja nie. Beziehungsweise... Was heißt hier schon wieder beziehungsweise? Nein, es sammelt sich nicht. So, man muss auf Pflanzenstein als Dächlein. Und während ich hier das baue, erzähle ich euch nochmal was über Stecklinge, weil das bringt mir so gerade auf dem Herzen, auf die Seele, wie man so schön sagt. Weil ich vielleicht doch nicht etwas richtig erzählt habe, aber es dennoch möchte. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht. Aber, dass ich das richtig erzählen will, darauf kommt es an. So. Wie mache ich denn das? Warte kurz. Ich würde ja einfach mal am Anfang anfangen und dann einfach mal so erzählen, was zum Beispiel die Vorteile von Stecklingen sind. Ja? Das passt vielleicht auch ein bisschen zu Minecraft, wenn man da liest Setzlinge und das, also Setzlinge ist fast dasselbe wie Stecklinge, nur dass es jetzt nicht so genau passt, denn Samen sind keine Stecklinge, Samen sind Kerne. Kerne sind Samen und Samen sind auch Kerne, da gibt es theoretisch fast keinen Unterschied. Gleich eine klitzeklein, aber auch jetzt nicht so ganz großen. Ne? Und die Vorteile. So, und dann kommt hier oben noch so ein Eisenzaun hin. Das ist da drüben. Der Berg sieht aus wie ein Mammut. Nur mal so nebenbei. Naja, davon abgesehen. Ist das hier nicht wichtig? So, dann machen wir hier einen Netherzaun. Ein Nether. So. Warte mal hier hin. Die Vorteile von Stecklingen sind einmal, dass die Pflanzen einheitlich sind. Man kann eine hohe Stückzahl machen, also man nimmt, sag ich mal, Buchs, kennt ihr ja alle. Nein. Da warte, mach ich so. Buchs kennt ihr ja alle. Und wenn man dann, wenn man davon, kann man ja eigentlich selber vermehren. Brauchen wir eigentlich nicht im Laden zu kaufen. Gut, im Laden ist es halt schon fertig. Und wenn du es selber züchten tust, dauert es halt einige Monate. Kommt darauf an, wie groß du sie haben möchtest. Wenn sie ganz groß sein sollen, dann dauert es halt mal über Jahre. So, da kommt dann halt ein Tor hin, weil ich will da so eine Brücke bauen. Achso, zweimal hoch mache ich die. Stimmt ja, stimmt ja. Und also, dass die einheitliche Pflanzen sind, dass man eine hohe Stückzahl machen kann. Zum Beispiel, wenn man veredelt, dann kann man zwar auch eine große Stückzahl machen, aber man halt, braucht halt auch eine große Fläche, wo du die Töpfe ausstellen kannst oder wo du, oder eine große Ackerfläche, wo du deine Sachen halt veredeln kannst. Dies oder das, du brauchst schon Platz. Und bei Stecklingen kannst du eine hohe Stückzahl machen, weil die in Dings reinkommen. So, Behälter. So. Machen wir erstmal die Treppe. Die Nether-Treppe.
die hier. Und Netherstein, damit es so gleichmäßig aussieht. So. Unter anderem haben die Stecklinge. Plumps, ne, ich muss fliegen. Weiter zurück. Mach ich ungefähr hier hin. Die Stecklinge. Die Stecklinge haben eine schnelle Bewurzelung. Also die können schnell bewurzeln. Im Gegensatz zu anderen Sachen. Was ist denn eigentlich Gast? Gast? Hab ich noch nicht gesehen. Haben eine kurze Kulturzeit, also das braucht, was das haben jetzt hier gebaut. Scheiße. Ich baue über den Dings drüber. Ich soll das doch drüber laufen? Jo. Eins zurück und dann passt das auch. Und wenn man Stecklinge macht, das ist dann halt auch am kostengünstigsten. Also das ist eigentlich das günstigste, was man produzieren kann. Aber, also es kommt das größte Aber of all time. Wieder. So, jetzt kann man von hier nach draußen laufen. Ach, ist das schön. Das soll ja nicht gleich groß sein. Das soll ja nicht gleich groß sein. Ein hoher Aufwand, Stecklinge zu produzieren. Man kann folgende Kulturen gut durch Stecklinge vermehren. Also einmal die Thuja. Kennt ihr vielleicht auch alle? Oder kann man eigentlich alle Sorten gut durch Stecklinge vermehren? Also geht ja draußen an die Hecke und ja, vermehrt. Hopp, hopp. Dann den Fünffingerstrauch. Da ist Potentilla Fructicosa. Da gibt es ja Goldfinger und Golden Bridge und so. Gibt es dann verschiedene Sorten. Nein. Da. Gibt es dann verschiedene Sorten, aber die kann man alle eigentlich durch... So. Ach, die Pferde kämpfen, habt ihr es gesehen? Ja klar, ich baue hier was. Ich baue hier was mit Treppe. Was passiert? Ein Schaf kommt zu Besuch. Ja, verpiss dich, hau ab. Dann den Efeu kann man sehr gut. Sehr gut. Also da kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
vermehren. Dann die Erika Canea, also die Winterheide. Die Sommerheide. Eigentlich alle Sorten. Und man kann noch viel mehr. Also was ich gerade genannt habe, ist eigentlich nur ein Teilstück. Stückteil, man kann Lonitzera, man kann Ligusta und so weiter und so fort. Außer jetzt sage ich jetzt mal, was ein Stamm hat. Das ist eigentlich eine plörre Antwort, aber das ist so. Hier runter baue ich nicht. Hier baue ich ein kleines Türmchen drauf mit Nässer. Ja, man kann viele Sachen durch Stecklinge vermehren. Obstbäume habe ich jetzt gesagt, weil... Könnt ihr... Obstbäume kann man eigentlich durch Kerne, kann man die... groß werden lassen, sag ich jetzt mal. Das ist aber dann die Unterlage. Und dann braucht man halt die gewissen Sorten und die werden dann... rein veredelt. Aber mit Steckling kann man bei Obstbäumen nichts machen. Gar nichts. Es gibt Bäume, die kann man mit Stecklingen vermehren, aber jetzt nicht Obstbäume. Und ein Steckling ist ein belaubter Triebstück, das zum Bewurzeln gebraucht wird. Also sage ich mal vom Buchs, da sind ja die Blätter dran und es ist dann 1-2 cm lang und das untere Stück, das ist ja dann etwas schwieriger, wo oben und unten ist, also das muss man sich dann merken, das untere, das risst man sich dann oder schneidet man mit der Schere schräg an und die Blätter darunter, die macht man dann etwas weg, weil das kommt dann in ein Ton-Sand-Gemisch, das 3:1 gemischt wird, das Gemisch. Und damit die dann, wenn die Blätter dann in der Erde sind, dass sie nicht verrotten und schimmeln und so, das ist, würde dann dem Steckling etwas schaden. Vielleicht nicht komplett, aber es könnte. Und es würde, glaube ich, auch bei der, beim Anwachsen noch etwas stören. Deswegen müssen die Blätter unten weg, damit es in Ordnung, damit es in Ordnung wachsen kann. So ist es halt mit allen, nicht nur mit Buchs, auch mit dem Fünffingerstrauch oder ja, mit der Heide, mit Lavendel kann man auch vermehren. Man muss nicht immer alle... Wenn ihr noch Teilstücke in eurem Garten oder so habt, müsst ihr nicht alles wegwerfen und neu kaufen. Ihr könnt vermehren und dann habt ihr auch dementsprechend auch neue Pflanzen. Neue. Nehme ich nur eine. Eine. Da eins. So ist dann immer im Wechsel. So, jetzt kommt noch der Nässerzaun, der Nägezaun. Nee, das war jetzt dämlich. Das ist aber ein kleiner Türmchen, ist das. Dann wollen wir sich retten tut. Jetzt kommt nochmal die Leiter. Es gibt auch verschiedene Art und Weise, wie man Stecklinge zurechtschneiden kann. Ein Teilsteckling ist zum Beispiel ein Teil von einem Trieb. Ein Kopfsteckling ist ein mit einer Terminalknospe. Also das ist dann das obere dann, wo die Blüte war oder ist.
Dies sollte eine Länge von 5 bis 8 cm haben. Ein Abrissstöckling macht man bei Koniferen, also bei Nadelgehölzen, zum Beispiel bei Wacholder. Man sollte... Ne, wo war ich denn gerade? Ja, die, die Terminal... die Kopfstecklinge sollten eine Länge von 5 bis 8 cm haben. Ein Abrissstöckling macht man bei Koniferen. Da tust du einfach nur abzupfen. Weil die so... Ja, zupfrig sind. Weil die so zupfrig sind. Oh, Jesus. Jo, die tapezieren unsere Wand mit Leitern. Aber eine normale Tür kommt hier rein, keine Nether-Tür. Die gibt's gar nicht. Wir haben nur zwei Türen. So. Ob unser Schaf noch schläft, lebt. Ja. Jetzt mache ich erstmal die Decke, weil die Decke bleibt ja nicht so. Die Decke machen wir in einem Lapidi Blubla, Bluga Glu. Man sollte die Stecklinge allgemein von einer gesunden Mutterpflanze schneiden. Das heißt, sie sollte gesund sein, die sollte gut gewachsen sein. Ja, keine Krankheiten und was alles dazugehört. Also eine gesunde. Wenn ihr jetzt den Steckling von einer kranken Dings von einer kranken Pflanze schneidest, dann kann es sein, dass dein Endprodukt auch später kränklich ist. Also nicht öfters gesund, sondern mehr krank, weil die Mutter krank war. Also, ne, verstehst du? Also die soll, habe ich ja gerade gesagt, die soll gesund sein, sortenecht und eine gute Qualität haben. Die Vermehrung durch Stecklinge hängt auch vom Zeitpunkt ab. Das Holz muss ausgereift sein, also etwas ja weich, nicht so weich, aber schon, dass es auch gut bewurzeln kann. Man kann die Teilstecklinge, zum Beispiel von der Zwergmispel, botanisch Cotonea aster, machen, und bei Kopfstecklingen zum Beispiel Magnolia, die Magnolia solungiana, die gewöhnliche Magnolie, die so wunderschön blüht. Bei Abrissstecklingen ist die Thuja, die tust abreißen und die kannst du dann so, musst du unten dann halt noch ein bisschen freizupfen und dann kannst du die reinstecken in die Erde. In Sandton, Sandton-Gemisch, Ton, Sand, genau. Es muss auf jeden Fall locker sein, das Substrat. Es darf nicht fest sein, weil es dann schwieriger muss mir ist dann schwieriger, dass es anwurzelt und so. Die Fehler tun wir dann später noch ausbessern auf dem Dach.
So, das ist das Raum. Wenn ich nicht... Hä? Ach, bestimmt nur die... Die Hooligans, die... Um die kümmern wir uns nicht. Beachten wir die einfach nicht. Oh, ich krieg immer Gänsehaut, wenn es irgendwo gegen die Türe rappelt. Also hier haben wir Diamanten. Einfach nicht ablenken lassen. So. Diamanten, jetzt kommt Redstone Arzt. Wo war ich nochmal? Wir gehen ja gleich mal in den Keller und gucken dann mal nach. Bestimmt wieder so ein Zombie. Aber den beachten wir gar nicht. Und wir haben schon 21 Minuten, aber ich mach hier erstmal weiter. Jetzt habe ich ja gesagt, dass das Substrat im Locker sein muss, damit sich die Wurzeln super entwickeln können. Und dann, es muss auch luftdurchlässig sein, damit es, ne, luftdurchlässig, damit die Wurzeln gut wachsen können. Ja, werde ich jetzt halt nur Lehmboden, super hart, und dann ist es halt wahrscheinlich sehr niedrig, dass die Pflanzen auch wachsen, anwachsen würden. Das ist ja klar. Das ist ja klar. 3 zu 1 Torf, ach Torf, ne Ton, nix Ton, vergiss das. Torf, Sand gemischt, 3 zu 1, also 3-mal Torf, 1-mal Sand, das wird gemischt, und da, da drin wird dann die Stecklinge gesteckt, von Koniferen, Kotoneaster und also Koniferen, Bodendeckern, Hecken und so weiter. Auch von Carpinus, Hainbuchen. Oh, der Randalierer hier. Hooligans. So, da, den Raum haben wir. Da ist Diamant drin, hier haben wir Redstone. So, jetzt kommt dieser Raum. So, die Räume will ich noch machen. Das, vielleicht wird es eine halbe Stunde Part, das weiß ich nicht. Das Substrat muss auf jeden Fall frei von Wildkräutern sein. Auf jeden Fall. Weil das kann dann Beeinträchtigung des Bodens, der Bewurzelung, das kann alles beeinträchtigen. Weil wenn, sage ich mal, Löwenzahn drin wächst und es braucht dann selber die Erde und Wasser und so, und dann kann es sein, dass das Steckling, was du haben möchtest von der Pflanze, auch kaputt gehen kann. Das kann passieren. So, gleich gehe ich runter. Und natürlich muss auch frei von Krankheiten sein, weil dann, wenn die Erde krank ist, dann wird das Steckling krank und dann wird es nie was. Dann wird es nie eine immunstarke... Was ein Wort. Also wird es niemals eine starke Pflanze. Und die 1-2 cm könnt ihr, glaube ich, auch vergessen. Weil 1-2 cm ist ja nichts. Ist ja Erde wenig. Also 5-8 cm allgemein. Kopfstecklinge sowie Teilstecklinge sowie auch normale Stecklinge. Die werden 5-8 cm geschnitten. Und dann den Torf-Sand-Gemisch. Samar. Torf-Sand-Gemisch reingesteckt, und diese wird dann, werden dann reingesteckt und dann wird vorher vorbereitet und dann vorbereitet. Also reingesteckt, genau. Und die Platten nennen sich Quickpot-Platten, weil die sind unten offen und es ist dann gut für Belüftung, das Wasser geht raus. Und diese gibt es in verschiedenen Größen.
Dann werden die Stecklinge reingesteckt, wenn, also wenn das Substrat fertig ist. Und wenn es halt alles fertig ist und wenn du die Stecklinge geschnitten hast, dann kommen die da rein. Und danach kommen die, die Behälter, wo die Stecklinge drin sind, in Folienhäusern. Oder bei dir im Keller kannst du es auch machen. Aber da kommt dieser Ausländer wieder. Und dann und werden dann unter gespannter Luft gestellt. Also das kann man dann auch im Keller machen. Wenn man sowas baut, kann man das auch machen. Diese muss dann 98% Luftfeuchtigkeit haben. Und es dauert ungefähr, kommt auf die Pflanze drauf an, 6 bis 8 Wochen, bis die Stecklinge einen Kallus, also Kallus ist wie ein Stammschutz, bilden und Wurzeln gebildet haben. Und das, der nächste Schritt ist dann, dass man die dann, dann in Töpfe kommen die dann rein, in Pflanzenerde, also auch für die jeweiligen Pflanzen geeignet. Also werden dann erstmal getopft in die jeweiligen Größe, aber nicht mehr in diesen Quickpot-Platten, weil da wachsen sie ziemlich schnell in 6 bis 8 Wochen. Und und dann werden die getopft, da kommen die auch wieder in Folienhäuser und wenn die dann wieder größer sind, dann geht es als so weiter. Und je nach Pflanzenart dauert es mal länger und mal geht schneller. So, das war heute meine längere Ausgabe und hoffe, ich konnte euch etwas über Stecklinge erzählen. Genau, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.